Guten Tag, der Uwe aus Thailand, heute mit Teil 6, die Lebenshaltungskosten. Was brauchen wir hier zum Leben, was geben wir aus, mit wie viel Geld muss man rechnen, wenn man in Thailand lebt? Punkt 1 ist natürlich Krankenversicherung. Nicht vergessen, Krankenversicherung. Ich habe meine abgeschlossen noch in Deutschland, das ging jetzt noch, weil ich war ja damals noch in Deutschland angemeldet mit der STA Travel. Ja, die ist jetzt pleite, ja. Durch jetzt Corona ist das Ding pleite jetzt gegangen. Aber ich habe gestern noch mal angerufen, weil die ja mit der Allianz versichert sind. Das geht so. Die arbeiten im Partner und meine Versicherung geht also weiter. Die war im Kostenpunkt im Monat circa 50 Euro. Also 2000 Baht. Ne? Ich rechne alles mal jetzt hier in Baht. Der Baht ist zurzeit bei 36 Baht für 1 Euro. Also Krankenversicherung, muss schon mal einplanen. Dann weiter Strom. Strom liegen wir so im Schnitt bei 3000 Baht. Recht viel für Thailand eigentlich, aber wir haben ja auch drei Pumpen, die bei mir ständig laufen. Aquariumpumpe läuft ständig, die Pumpe vom Koi-Teich läuft ständig und die vom Filter, Pool, die läuft nachts 10 Stunden. Also da geht schon mal Strom natürlich weg. Also im Sommer haben wir noch mehr, wenn die Klimaanlage laufen, sind wir bei 3500, kann mal 3800 sein. Aber im Winter, wenn es dann Klimaanlage nicht laufen, gehen wir auch mal runter auf 2500. Ne? Das dann Wasser ist recht günstig in Thailand. Da liegen wir bei im Monat für Frischwasser 125 Baht. Ganze Monat, ne? Trotz Koi-Teich und Pool haben wir das dann. Was aber auch nicht zu vergessen ist, ist Abwasser. Abwasser läuft ja hier anders. Hast du hier deine Sickeranlage drin, ne? Und die muss dann regelmäßig ausgesaugt werden. Bei mir, irgendwas stimmt da aber auch nicht so ganz richtig. Nach 3 Monaten ist das Ding voll. Ne? Dann kommt der Absauger hier mit seinem Güllewagen da, saugt das Ding ab und alle 3 Monate kostet das dann 300 Baht. Also kannst du sagen, 250 Baht Wasser und Abwasser im Monat. Geht, ne? Dann kommen wir Internet. Internet haben wir 3 BB Flatrate, ja, 960 Baht. Internet haben wir, das haben wir hier Upload und Download 150 Megabytes Sekunde, also wirklich eine super Leitung. Da kann man nicht meckern, also Streaming oder was, ne, alles gut. Keine Probleme hier auf dem Land. Dann für Handy, ne, unterwegs, wenn du da was hast, ne, ist auch recht günstig. Da habe ich im Monat, was habe ich denn da, 200 Baht, ne, für den, meine ich auch recht günstig, ne. Wenn du mal telefonieren willst mit Handy dann, ne, gut draußen. Und dann Internet haben willst draußen dann. Dann Autoversicherung. Autoversicherung, also mein Pickup. Ich spreche jetzt nur von dem Pickup, der Godaimler ist extra, das ist was anderes. Hobby. Aber der Pickup, der Mitsubishi, ich habe den auf Vollkasko. Und Vollkasko mit Selbstbeteiligung von 5000 Baht liegt er jetzt bei 8000 Baht im Monat. Im Jahr, pardon, im Jahr. 8000 Baht im Jahr. Versicherung. Und dann kommt Steuern, kommt noch dabei 4000 Baht im Jahr. Liegen wir also bei 12.000 Baht, also muss rechnen, so im Monat noch mal 1.000 Baht für Auto dann, ne? Ist auch nicht der Rede wert. Nächster Punkt ist Tanken. Da haben wir im Monat 1.000 Baht ungefähr, ne? Kommt drauf an, wie viel wir jetzt fahren. Aber Tanken allgemein ist hier wirklich billig. Diesel kostet 20 Baht, 21 Baht so. Das schwankt auch ein bisschen, ne? So rum dann da. Gas liegen wir bei 14 Baht das Kilo. Nicht der Rede wert. Ne? Also
kann man gut und günstig hier fahren. Dann der größte Batzen hier, was natürlich jeden Monat auch ausgeben, ist ganz normale Einkaufen. Wenn wir jetzt im Makro gehen, also in den Supermarkt hier, Makro für Großhändler, da geben wir so im Monat 12.000 Baht aus. Ne? Ist aber auch schon Hundefutter mit dabei. Also sprich, die Rottweiler brauchen ja auch Fleisch dann. Kriegen wir so Hühnerreste da, Hühnerabfall so. Ne? Da kriegen sie immer dann mit. Kartonbier ist auch dabei, Flasche Whisky ist auch dabei, ist klar. Aber sonst die Lebenshaltungskosten in Thailand, wenn man so einkaufen geht, ist es recht günstig. Ne? Fleisch, Schweinefilet liegen wir bei 160 Baht jetzt ein Kilo. Und Fischfilet, also hier wirklich auch günstig, tiefgefroren. Seelachsfilet kostet Kilo 80 Baht, beispielsweise mal. Ne? Das ganz normale, übliche, so wie Reis, Nudeln, solche Sachen sind auch recht günstig hier. Ne? Was teuer ist, ist natürlich, wenn du irgendwelche anderen Sachen aus dem Ausland dann kaufst, wie zum Beispiel jetzt Rasierschaum. Kostet so ein kleines Döschen, also was man wirklich nur einmal benutzen kann, gut, Rasierschaum, klein, kostet 80 Baht. Eine große, also was heißt groß, die ist noch kleiner wie die normalen aus gut Deutschland, die kostet fast 500 Baht. Jetzt Rasierschaum, ne? Und das sind, solche Sachen sind teuer. Auch Deo, was du so im Verhältnis zum Deutschland kennst, diese Sachen sind recht teuer dann hier, ne? Beispielsweise nur. Aber sonst kannst du sagen, im Monat geben wir ungefähr 12.000 Baht aus für Lebensmittel, das Übliche, was man da so also braucht. Also in die Stadt fahren wir so zweimal im Monat in die Stadt. Und wenn wir dann runterfahren, fahren wir auch immer noch zum Hundeshop rein. Da kriegen sie dann ihr Trockenfutter, kaufen wir dann da ein paar Hundekekse, weil, ne, was die Hunde da so brauchen. Das ist im Monat so ungefähr 1000 Baht. Im Baumarkt müssen wir auch regelmäßig rein. Ne? Da gibt es auch immer was zu kaufen. Ja, du musst mal einen Spaten haben, du musst mal eine Flexscheibe haben, du musst mal einen Bohrer haben, muss mal hier Verbinder haben für die Leitungen, ne, mal ein Schalter geht kaputt, irgendwie sowas. Kommt auch immer wieder, kommt was, ne? Da haben wir so im Monat ungefähr 2000 Baht, ne? Was dann da weggeht. Und zum Schluss haben wir natürlich noch das Haus zum Unterhalten. Das Haus verlangt auch seine regelmäßigen Kosten, was du immer wieder mal kaufen muss. Muss ich mal ablesen vom Zettel hier, was haben wir denn alles so, was ich mir aufgeschrieben habe. Immer wieder mal Zement muss kaufen. Sand, Steine, du musst irgendwas machen, wie jeder hier am Haus dann da. Ne? Muss man wieder mal einen Schweißdraht da kaufen. Strafzettel auch gut, ne? Strafzettel. Da habe ich doch letzte Mal auf der Fahrt von Sakunakorn bis nach Pattaya 6-mal wurde ich dort geblitzt. Also 4-mal wurde ich da jetzt geblitzt. Und 2-mal wurde ich gestoppt. 6-mal auf der Strecke. Und ich bin nicht schnell gefahren. Ja, ne, die Strecke ist ja gut. Die ist super mit ausgebaut, die Strecke. Immer zweispurig, ne, also Autobahn ähnlich. Da ist 90. Ja, ich weiß das, ist 90. Aber es ist ja 90. So. Und du fährst dann ja, fährst du 100, fährst du 110. Ne? Und das reicht ja schon. Das reicht ja schon. Dann wirst du gestoppt. Kommt nicht drauf an, fährst du 100, 150, also scheißegal, 500 Baht. So, 500 Baht immer zahlen. Habe ich dann also 3000 Baht nochmal extra jetzt bezahlt, nur an Strafzettel, für eine Fahrt hin und zurück. Toll, ne? Ja. Von wegen hier in Thailand ist es ja so schön und man kann da Auto fahren noch, nicht so wie in Deutschland. Nein, es ist nicht so. An jeder Ecke stehen sie jetzt hier zum Kassieren. Also das haben die schon gut erkannt, dass man auch gut Geld hier machen kann mit den Autofahrern. Ne? Ja, schöne Zeit vorbei. Ja, dann haben wir noch, okay, Frau kauft immer wieder mal Blumen, Pflanzen hier, neu Pflanzen, Papaya neu, Banane neu. Dann gehst du mal essen, ja klar, gehst du mal Suppe essen, gehst du mal eine Pizza essen, ne? Solche Sachen dann. Ölwechsel für den Triton.
Also ich mache hier bei meinem Pickup so alle 7000 Kilometer, kriege ein neues Öl drauf, ne? Kostet auch wieder so, ja, was zahlen wir denn dafür? 2000 Watt, ne? Ja, ungefähr 1800, ne? Da geht meine Pumpe kaputt, Wasserpumpe hier vom Teich, muss ich auch haben, ne? Solarlampe haben wir jetzt ein paar jetzt gekauft, ne? Für die Strecke hier gut hinterm Haus. Also summa summarum haben wir an regelmäßige Ausgaben kommen wir so auf ungefähr 30.000, 32.000 Watt, was wir im Monat hier dann ausgeben. Nicht schlecht, ne? Ja. Jetzt denkt aber manch einer, ja, Moment, du hast hier so eine große Farm, da musst du Geld reinkommen. Scheiße ist es. Also, was du hier für deine Früchte kriegst, das ist wirklich ein Hohn, ist das, ne? Wirklich wahr. Beispielsweise Mangos. Du kriegst hier für ein Kilo Mango ein Watt. Ein Watt für ein Kilo Mango. Das heißt also, für 36 Kilo bekommst du 1 Euro. Scheiße, ne? Dieses Jahr war es wirklich so, ich habe auch im Internet habe ich gesehen, hier die Farmer haben Bagger mitgenommen, haben Loch dort ausgegraben und haben ihre Mangos vergraben, weil es sich nicht lohnt, die wegzufahren. Du hast mehr Dieselverfahren, als was du wieder reinkriegst. Ne? Schlimm. Wir haben die alle selber aufgegessen. Wir haben Mango-Eis gemacht. Wir haben Mango-Marmelade gemacht. Wir haben Mango-Röllchen hat meine Frau da jetzt gemacht. Da, ne? Also ähnlich so wie im Film von Forrest Gump, da wie der Schwarze da erzählt hat, was alles aus seinen Shrimps machen kann. Ne? Das haben wir aus den Mangos gemacht. Wir haben ja viele Mangobäume. Wie viele haben wir? 22 oder 23 Bäume. Also 23 Bäume haben wir. Bäume. Und das sind schon recht alte. Und die tragen auch wirklich gut. Ne? Aber wie gesagt, du kriegst nur ein Watt dafür. Oder wenn du hier guckst, die Sugar Apple. Die da. Sugar Apple. Wie viele haben wir jetzt davon? 120 Bäume. 120 Bäume haben wir davon. Da haben wir dieses Jahr für ein Kilo 35 Watt, 30 Watt bekommen. Ging dann später wieder runter, wenn dann viele auf dem Gutmarkt waren. Dann waren wir später bei 25 Watt für ein Kilo. Ne? Und die tragen nur einmal im Jahr. Nur einmal. So, Papayas haben wir, je nach Reifegrad werden die bezahlt. Und zwar, je gelber, desto teurer, je grüner, desto billiger. Das heißt, grüne gehen so bei 2 Watt pro Kilo. Wenn sie dann so halbgelb sind, so 5 Watt Kilo, sind sie richtig gelb, kriegst du auch manchmal auch mal 10 Watt pro Kilo. Und Papaya-Bäume haben wir viele, also ich schätze mal so 150 haben wir davon bestimmt. Frau hat hinten noch wieder neue gepflanzt, weil das bringt eigentlich noch einigermaßen noch Geld rein hier. Ne? Also je nach Reifegrad, gelbe 10 Watt, hast du grüne 2 Watt. 2 Watt nur? Hm. Siehst du? 2 Watt bis 5 Watt. Wird immer weniger. Dann haben wir noch viel diese Kräuter hier. Die müssen aber dann noch rausgezogen werden. Und man isst also nur die Wurzel. Ja gut, nicht die Wurzeln, aber die Spitzen, die wo dann unten rauskommen. Diese da, diese Spitzen, die isst man. Muss also dann erstmal rausgepult werden, muss ausgegraben werden. Dann muss das geschnitten werden, dann muss das geschält werden. Da war jetzt meine Frau, ein Tag war sie jetzt dabei, hat die ganzen Kräuter dort ausgegraben. Und dann war sie da im Schatten sitzen, am Hacken da und am Pellen. Ne? So. Also ein Tag Arbeit, wirklich, den ganzen Tag Arbeit. Dann hat sie die Kräuter verkauft. Die riechen so nach Zitrone, riechen die. In Deutschland machen die auch in eine Sauna rein als jetzt Geruch. Hier machen die sie aber auch wieder zum Essen. Zitronen ähnlich, sowas da. Ne? 400 Watt. Ein Tag Arbeit. Und du musst die Dinger wachsen lassen hier. Ne?
So, das braucht auch, ja, die, wie lange brauchen die? 3 Monate, bis die erstmal hoch sind dann da. Ne? 400 Baht, ein Tag Arbeit. Bananen haben wir auch viele. Ja, Banane gut, ne? So. Diese aber hier beispielsweise, mach die mal, Foto machen. Diese bringt ungefähr 70 Baht. Das geht nach den Ringen hier, was die Banane da unten wieder für Ringe hat. Und ein Ring bringt 7 Baht. 10 Baht. 10 Baht, also ein Ring. Also diese bringt ungefähr 70 Baht. Wenn du mal eine große hast, also wirklich, das Beste, was wir jemals hatten, war mal einmal 200 Baht für eine Staude. Meine Frau guckt mich an, sagt, stimmt gar nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Weniger. Nee, wir hatten einmal so viel, 400. Ja, aber ich spreche von einer Staude, nicht von 3, 4, 5 abschneiden. Ne? Also mehr kriegst du gar nicht. Ne? Und wenn die dann fertig ist, dann musst du den ganzen Stamm fällen und dann ist die Banane fertig. Und dann wartest du wieder auf die nächste, die dann jetzt wieder hochkommt. Ne? Dann haben wir noch viel hier von diesen Bagwan. Ne? Und die schneidet man dann so in diesen jungen Trieben ab. Die Dinger wiegen jetzt ja auch nichts, das ist ja klar. Und da kriegst du jetzt für ein Kilo von diesen kleinen Trieben abschneiden. Wie viele Backwarenbäume haben wir? 350. 350 Stück. Also, wenn du die abschneidest, die jungen Triebe, für ein Kilo 200 Baht. Dann haben wir auch noch Maracuja, ganze Menge. Da gibt es für ein Kilo Maracuja 15 Baht. Und wer Maracuja schon mal in der Hand hatte, weiß, wenn die reif sind, wiegen die eigentlich fast nichts mehr. Also es ist wirklich ein Huhn. Wer aufgepasst hat und meine anderen Videos verfolgt hat, der wird sehen, ja, der hat doch Fischteiche. 3 Stück sogar. Richtig, sind auch Fische drin. Und zwar habe ich einmal die Paninen sind drin, das ist so eine Art Barsch. Dann habe ich die Welze drin, Catfish. Und da hat mir auch mal einen Auftrag gehabt, hier, ja komm her, ich kaufe dir 20 Kilo ab. Okay, super. Haben wir die rausgefangen. Und dann hieß es aber dann anschließend, ja Moment mal, ohne Kopf, der Preis ist ohne Kopf. Und so ein Wels, die Hälfte vom Wels ist Kopf, ne? Ja. Dann machst du den Kopf weg, nimmst das Ding aus und dann kriegst du also ohne Kopf, ausgenommen, pro Kilo 30 Baht. Nicht mehr. Also es lohnt sich auch nicht, ne? Im Endeffekt ist die Farm eigentlich für Selbstversorger, das ist okay, weil wir essen das meiste davon selber. Und was verkauft wird, bringt im Monat ungefähr 2000 Baht ein. Wie gesagt, also wenn dann die Erntezeit ist von diesen Sugar Apple, dann haben wir natürlich mehr, ist klar. Mangos kriegst du nicht verkauft. Und der Rest so, was sich da so zusammenleppert, es ist nicht mehr wie 2000 Baht im Monat, ne, was du einnimmst. Größte Einnahmequelle ist bei uns die Rottweiler. Wenn die Junge kriegt, der kann man verkaufen. Für Rüde habe ich verkauft mit 15.000 Baht und die Weibchen dann mit 10.000 Baht. Da kriegst du schon etwas Geld dann rein. Deswegen habe ich auch davon 2 jetzt. Ne? Also ein Rüde, 2 Rotweibchen. Das bringt noch Geld rein. Also Farm, Selbstversorger. Ist nicht mehr. Ist aber auch politisch bestimmt so gewollt, dass man die Landbevölkerung arm halten will. Ja gut, sind wir halt auch dabei. Ne? Gut, da sind wir also bei ungefähr 30.000 Baht, was wir im Monat ausgeben. Ne? Ist eigentlich in Ordnung. Ne? 30.000 Baht sind bei dem Kurs, dann mal gucken, 833 Euro.
im Monat. Ist in Ordnung, ne? Was aber natürlich jetzt noch fehlt, ist, da sind also keine Urlaube jetzt dabei, also keine Reise nach Pattaya mal, da im Hotel buchen oder so, dass du da mal 14 Tage Urlaub machen. Geht auch bei uns nicht so einfach, ist klar, da müssen erstmal die Eltern wiederkommen, dass die auf das Haus und die Hunde aufpassen. Und bei den Hunden sowieso kommt nicht jeder ran an die Hunde, ne? Gerade mal die Eltern, die sie akzeptieren und die Kinder jetzt davon, aber sonst Fremde hier, nee, geht gar nicht dann da, ne? Auch sind keine Flüge dabei nach Deutschland oder wenn meine Kinder zu uns kommen, ist auch nicht dabei. Ne? Es kommt dann alles da zum Beispiel nochmal extra. Also bei uns gibt es auch keine Partys machen hier, irgendwie was oder Spieleabend oder so. Ne? In Thailand ist ja auch natürlich ganz schlimm mit der Spielerei. Geld spielen, ne? Es geht um Geld spielen. Meine Frau spielt nicht, die trinkt auch gar nichts. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Kritikpunkt. Wenn du eine Frau hast, die wo säuft und spielt, ne, dann brauchst du gar nicht nach Thailand kommen. Ne, dann hast du es gleich weg alles. Ne? Also ganz gut, Frau trinkt nicht, Frau spielt nicht, keinerlei Partys. Brauchst du kein Geld ausgeben jetzt dafür. Dann, ne? Den Daimler habe ich als Oldtimer, als Wertanlage, Kapitalanlage. Ich wollte eigentlich hier erst in Thailand Aktien kaufen, aber das wird so schwierig gemacht, dass du als Ausländer hier ins Aktiengeschäft reinkommst. Also echt, was du da für Papiere ausfüllen musstest, dann habe ich auch schon jetzt gemacht. Dann, ne? Also, und dann wurde es abgelehnt. Ja, dann heißt es ja, fehlt was, muss nochmal neu gut machen da. Also wäre nochmal ein extra gut Video. Also habe ich den als Kapitalanlage, Oldtimer, habe ich in Deutschland auch so jetzt gemacht. Immer Oldtimer jetzt gehabt, gekauft, wieder verkauft. Das passt dann. So, also unterm Strich 30.000 Watt mindestens musst du haben im guten Monat. Und denk dran, wir haben jetzt ein Haus. Ne? Wenn du jetzt noch irgendwo dann in Pattaya bist, Miete zahlen, die Verlockungen sind natürlich wesentlich größer als hier auf dem Land. Mal ausgehen, mal fortgehen, Party machen, saufen, Frauen, ist ja klar. Hast du Geld ruckzuck weg, ne? Das Geld sollte man auch haben. Ne? Sprich, wenn du das Geld jetzt hier nicht hast und du denkst, du kannst in Thailand irgendwie leicht jetzt Geld verdienen. Nein, ist nicht. Es ist äußerst schwer in Thailand als Ausländer Geld zu verdienen. Farm habe ich gerade jetzt erklärt. Bringt auch nichts ein. Ne? Also wenn du auswandern willst nach Thailand, hab dementsprechend Geld im Sack oder du hast dementsprechend Rente schon da, dass du davon leben kannst. Bei mir, ich habe so, dass ich dann bis zu meiner Rente mit dem Geld dann auskommen werde. Okay, wenn es dann in Deutschland noch Rente gibt, ne? Das ist schon auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber so habe ich das auch damals ausgerechnet. Ich habe die Farm gar nicht mitgerechnet, dass da Geld reinkommt. Ne? Aber so solltest du rechnen. Ne? Gut, das war jetzt bei uns. Ist natürlich wieder auch bei jedem irgendwie anders, der wo andere Prioritäten hat. Ne? Aber wir leben hier sonst auf der Farm glücklich und zufrieden. Und so wollten wir das haben. Und wir sind so zufrieden, wir brauchen jetzt auch nicht mehr. Ich brauche nicht raus nach Pattaya da irgendwie im Strand liegen oder was. Ich habe da jetzt mein Pool hier und das reicht mir. Und hier Sonne hast du satt hier, ne? Was willst du dann da noch am Strand liegen? Ne? Also Landleben für mich ist gut. Mancher kommt damit gar nicht klar. Das ist mir auch natürlich bewusst. Ne? Man muss auch damit leben können. Ich hatte in Deutschland wirklich jahrzehntelang tausende Menschen um mich herum gehabt. Ich brauche es nicht mehr, wirklich nicht. Ich bin wirklich froh, wenn ich jetzt hier auf meine Farm, ich habe meine Ruhe und das reicht mir. Ne? So, wenn euch noch was interessiert über das Thema Auswandern nach Thailand, schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann mache ich noch mal ein Video noch dazu. Oder ich lasse mir noch was anderes einfallen. Gut, immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren und tschüss, der Uwe aus Thailand.